Da kommt eine weitere Runde, Rainbow Six Siege. Ah, mit Thunder, mit Toppi, mit Suppen, Dulli und Kai. Kai. Hallo. Um jeden Preis. Hallo. Von hinsetzen hier. Sagt mir auch keiner, das ist Loshi. Muss ja auch nicht. Irgendwo wäre eine Mauer hingesetzt. Ich geh jetzt erstmal schlafen. Warum, ja, meine Frage, warum ist hier so ein Motorteil-Dings hier mit einer Lampe? Warum? Generator. Weil das Licht Strom macht, du Witzbold. Sonst ja, aber du wofür? Kein Licht haben. Achso, für die Dinge. Nee, hä? Für Licht, gucke da. Ruhig, ruhig. Alter. Ja, aber hier gibt's doch Strom. Shit. Und ist schön. Aua, der hat mir irgendwas in den Rücken geworfen. Ich glaube, das war C4. Vorsicht. Kai, die Dingens hab ich. Boah, geil, wie ich geflogen bin. Hast du das gesehen? Ja, Mann. Kai, ob da was an der Treppe kommt, sag ich dir Bescheid. Okay. Hier ist das Schild wieder. Was wäre noch C4? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mensch, geile Runde, du. Treppe, Treppe, kommt hoch. Ich lade mein Magazin. Kai, Treppe. Treppe, Kai. Hinter dir. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Was soll ich machen? Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Beide erschießen. Also das solltest du tun, aber... Leute, erschießen das ein Gewaltspiel? Nein. Pazifist. Das ist eine Trainingssimulation. Okay. Ich bin trotzdem Pazifist. Ich nehme keine Waffen in die Hand. In dieser Trainingssimulation. Ja. Simulation geht man hin und tötet andere Menschen. Nein. Nein. Doch, das ist das Ziel. Diese stehen danach aber wieder auf. Deswegen ist es okay. Dann hast du dir heute schon überlegt, was ihr heute in Lieber spielt. Ja, wir haben das gerade besprochen. Ich hatte vorhin eine Idee. Die haben gerade mal angesprochen. Die finden das ganz cool. Aber ich habe jetzt dem Simon gesagt, dass der da mal bitte ein bisschen mit überlegen soll. Denn ich werde nicht jetzt streame und ich muss nachher noch einen Vlog schneiden. Dann sollten die auch bitte, solange ich jetzt streame, dann sich das ein bisschen überlegen. Aber ich habe eine Idee geäußert und die kommt auf jeden Fall rein. Und ich hoffe, dass sie genommen wird. Aber ich sag da noch nichts zu. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber der beste Gegner heißt Todeshoden. Wie bitte, was? Ach, ja, du Todeshoden. Wir spielen gegen Todeshoden. Todeshoden ist auf jeden Fall 5 Sekunden. Ein schon heftig so, ja. Den sollten wir ins kalte Wasser hängen. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu. Oh, ich bin zu Hause! In dem Wohnwagen habe ich mal gewohnt. Ja, so siehst du nämlich auch aus. Ja! Ja. War voll gemütlich dran. Was macht ihr da? Wir legen uns auf den Boden und hoffen, dass die Gegner uns nicht sehen. Oben, 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 links, Fenster! Ja, mich oder? Werfen wir nochmal ein Geschenk da rein. Hat er uns beide getötet? Ja. Nice. Ich dachte, weil du einen gekillt hast, dachte ich, ich kann hinterher. Ja, hab ich ja. Ich hab damit gerechnet, dass da noch einer kommt. Hab ich noch nicht. Das Badezimmer ist halt tödlich, weil es halt so ein enger Raum ist. Ja. Ist da wer drin noch? Ich geh ja gar nicht rein. Da ist ein Kapkan da drin. Schön. Streusprengsatz
Sprengsatz aktiv. Streusprengsatz wird aktiviert. Du Arscher da unten. Keiner im Raum. Lad nach, Tobi. Sanna, ich finde das voll nicht nett von dir, dass du mir nicht zuguckst. Voll schlechte Freund. Was machen wir denn eigentlich hier, wenn die ganz woanders sind? Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Weißt du, ob ich dir nicht zugucke? Weil du immer noch übers Dach läufst. Weil du null Plan hast, was du da tust. Hör dich da unten, mein Freund. Das ist Kapka. Ich erinnere mich. Kannst Termiten. Hab ich vor. Nicht. Der ist auf dem Gang. Der ist da drin, links. In dem Gang. Early. Was denn für ein Gang? Da in der Tür meinst du, oder was? Nein, da links der Gang, wo die Kapkanfalle ist, da ist einer drin. Eigener Trupp wurde eliminiert. Ich sag dir das, da ist einer drin. Ja, ich dachte, der kommt rein. So hörte sich das an. Ja, genau, der macht hätte ja keinen Sinn, aber ja. Es gibt Leute, oh, ich hab M&M's gefunden! Oh, geil. Was ist falsch mit dir? Kennt ihr schon diese Mega M&M's? Early Boy, darf ich sagen? Was denn? Also Early Boy, ich finde das auch nicht gut, dass ihr alle so bei ihm lacht, weil Early Boy als kleines Kind Schauke gefallen ist. Hat stimmt sogar wirklich. Mutter mit auf die Kirmes genommen und hat ihn zurückgelassen. Nee, und Early Boy ist auf den Boden gefallen. Und zum Hau den Lukas gerollt. Mit dem Hammer. Aus Versehen auf seinen Kopf geschlagen. Deswegen zeigt er über sich auch nicht, weil er so eine Hammermacke im Kopf drin hat. Und seitdem. Es tut mir leid, Oliver, ich muss das jetzt einfach ansprechen, weil ich finde einfach. Über Leute, die eine Delle im Kopf haben, macht man gar nicht mit, ne? Du hast ja nicht nur eine Delle im Kopf, Junge, dir fehlt einfach dein halbes Gehirn. Sander, ja. Ich bin sehr erstaunt, wie lange ihr wach bleiben könnt. Das zeigt dann euch Sander. Ich würde es hallo schon warte mal. Schau schon seit dem ersten Tag zu. King Killer Cobra, dankeschön, das hört man sehr gerne. Also schaust wir geben durchgehend seit dem ersten Tag zu. Nee, das ging nicht so. Mal im Ruhe. Verstärkung der Wand abgeschlossen. Todesboden, komm. Von? Das Gerät ist in Position. Ja, ich weiß nicht, wie ich ihn rausbekomme. Bei Toppi kommt er, bei Toppi. Hier ist das Fenster offen. Nee, doch nicht. Das ist ein Headshot war. Aber so. Wollt ihr da? Nee. Bei mir wurde hier. Drei Leute da, wo gespottet wurde. Drei Leute. Ein Shield. Er seilt sich ab. Schön. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Weg! Das ist noch ein Schild! Schild weg! Einer ist noch ganz hinten im Gang. Magazin wird geladen! Termite bei Tupi. Termite bei mir. Ist der im Gang tot, Kai? Ja. Termite angeschossen. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiter und zu den Biogefahrgutbehälter verhindern.
Nur noch ein Gegner übrig. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Der ist bei mir. Der bewegt sich hier. Siegreich, alle Gegner eliminiert. Easy! Ich bin halt immer so der Safe-Typ. Ich sag dann lieber nicht pieken. Aber ich hab ihn auf dem Boden gehört, da musst du rumgehen. Ja klar, da musst du ja auch entscheiden. Also ich fände geil, 30 Tage zu zocken und nicht in die Schule zu müssen. Ich find's auch geil, muss ich ganz ehrlich und offen zugeben. Also wer sagt, das ist blöd, der lügt. Ich find's auch geil, aber eine Sache darf man nicht vergessen. Es ist halt schon sehr anstrengend. Und es gibt halt, also wenn man halt einfach nur zockt, dann kann man auch jederzeit sagen, so, ich geh jetzt schlafen oder ich geh jetzt mal doch mal einen Tag raus. So, und wir sind halt einfach, weil wir jetzt gesagt haben, wir machen das, fühlen wir uns in der Pflicht, das zu tun. Und das ist natürlich schon sehr anstrengend. Ne? Also man hat schon den Moment, wo man wirklich sagt, so, boah, jetzt einfach Netflix an und einfach auf der Couch chillen. Das ist ja voll geil. Aber das können wir halt nicht, weil bei uns ist halt immer Programm. Und man muss halt immer gucken, dass man irgendwas macht. Ich weiß auch ganz genau, wenn jetzt Sarah die Leistung aus ist, dann muss ich halt gucken. Versammlungshalle. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Deine Videos laufen, dass du den Plan machst. Genau, dass ich halt alles unter Kontrolle halte. Nee. Und das geht halt für die anderen genauso. Das ist schon sehr anstrengend. Also es ist auch ein Stück weit Arbeit, das darf man halt niemals vergessen. Das ist auf jeden Fall Arbeit. Es ist wirklich der Hammer. Es ist auf jeden Fall Arbeit. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Also, man geht schon ans Limit, so, das ist wirklich so. Wer sagt, das ist nicht so? Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Oh, wer ist mal raus? Der hat mich gesniped aus dem Fenster. Wo? Ich weiß es gar nicht. Ach, unten das Fenster. Ich hab einfach gar nichts bei mir auf der Kamera gesehen. Scheiße. Was ich gerade noch erzählen wollte, apropos auf den Kopf gefallen. War damals bei meinem Cousin auf dem Geburtstag. Und da hatten die so eine Babysitterin, die mit mir, meinem Cousin und meinem kleinen Cousin auf den Spielplatz wollte. Und dann sollte sie mich anschubsen, als wir am Schaukeln waren. Und dann hat die so stark geschubst, dass ich von der Schaukel geschnallt bin und mit dem Kopf voll auf dem Asphalt. Hat die nichts von der... Oh, da oben wird gesniped. Da hatte ich Gehirnerschütterung. Oh. Hab ich auf dem Rückweg in den Wald gekotzt. Dann. Ja, das war lustig. Hä, seit wann kann ich, wenn ich tot bin, die Drohnen bewegen? Eigentlich gar nicht. Nur links und rechts ein bisschen, ne? Das geht, ich kann komplett links und rechts bewegen. Ja, links und rechts ist klar, das geht. Bei Drohnen ja. Nee. Nee, das ging eigentlich auch nicht. Stopp. Ja. Das ging nicht. Sander, siehst du mich? Nee, falsch. Sander, siehst du mich? Mein Hintern. Meine Munition ist verbraucht! Ist da noch einer? Wolfi? Nee. Danke. Warte, ich mach hier auf, hinter dir. Da ist Topi auch noch tot. Jetzt geh du am besten dann durch die Tür. Dattler? Was, Dattler. Ja, mach doch. In Deckung, gleich knallt! Da rechts. Feindliche Aktivität. Mit Sicherung des Behälters nice. Fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Komplett durch. Rechts kommt einer raus, Ali. Dann mal los! Zurückbleiben! Rechts. Sicherung des Behälters beendet. Feindliche Aktivität. Nein, ich hab da voll auf ihn drauf gehalten. Kai, hol ihn dir, fick ihn. Ja, danke, hol mich auf. Kai. Nice, Kai. Geile Ding! Ich hab Pumpe. Gut Job. Oh, das war wunderschön, doch. Schild ist lustig. Hey, du alter Lacker. Ach, das war jetzt echt lang. Konnte man schon immer so bewegen, aber nicht fahren? Also, hä, das mit dem Bewegen wusste ich gar nicht. Doch, bewegen kannst du sie, aber nur eingeschränkt, meiner Ansicht. Ja, ich dachte nur ein kleines Stück links oder rechts, also mehr auch nicht. War schon ordentlich, das Stück.
Ich habe das ganz anders in Erinnerung irgendwie, aber keine Ahnung, ich kann mich einfach nicht mehr dauernd hier oben. Echt, ne? Mega nervig. Aber geht mal bei Casual Feuer auf den Sack. Piekt nicht zu viel an den Fenstern. Oh, hier kommt ihr alle, hier kommt alle! Alles klar. Hier kamen gerade drei Drohnen gleichzeitig auf mich zugestimmt, die Treppe. Das sah voll cool aus. Wenn sie mir mal rennen wollten. Also Minigames wären voll cool, wenn die hingehen würden und so Drohnen-Minigame und all so einen Scheiß machen. Von Drohnen attackiert wird. Eine Drohne kommt bei dir. 5 Sekunden noch. Die Gegner konnten den Biogefahrgutbehälter nicht finden. Es sind noch zwei Westen, Leute. Ich hab eine. Oh, mir fehlt noch eine, stimmt. Stelle Willkommensquadde auf! Ich hab auch noch keine. Da bei mir kommt einer. Oh. Verstärkung bereit! Anderes Treppenhaus da. Oh. Wo sind die Westen? Hier kommt auf jeden Fall was. Hier oben auf dem Dach, auf jeden Fall. Wollen wir hier durch die Wand schießen? Nee, ne? Geil. Hast du das Bild schon gesehen? Die seilen sich an der Südseite ab. Ich setze das Gerät ein. Der Gerät. Irgendwo auf. Fenster? Bei mir. Da ist Fenster offen. Schild! Ist hier an der Barriere. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Okay, ich kann nichts machen. Ich werde von zwei Seiten angeschossen, Alter. Ich bin ja einfach durch die Wand gespammt. Schild? Draußen habe ich einen Headshot verteilt. Standort ist gefährdet. Der verletzt hier oben. Turn my down. Danke. Eigentlich alle Gegner eliminiert. Wie alle Gegner eliminiert? Ja, wer hat denn den Termite geholt? Ich. Hab ich ja gesagt, Termite down. Warst du dafür draußen? Nein, ich war auf der anderen Seite vom Turm. Ach so. Ich wurde nämlich übrigens auch getötet. Ich habe ihm her und er hat mir einen gegeben. Comeback Victory, Leute. Geil. Geiles Ding. Wow, ich habe super viele Kills gemacht. Schon wieder, Alter. Du hast letztens auch nicht einen Kill gemacht. Hör mir raus. Ja, wir hatten den anderen Kill gemacht. Danke fürs Zuschauen. Jetzt habe ich noch, wenn es euer Feiner bist. Tudelu. Ja, wir sind doch.